Im Frühjahr 2016 traf ich mich mit dem Dreis-Aktivisten und Fahrradhändler Martin Hauge in Karlsruhe. Wir sprachen über die Möglichkeiten, zum 200 Jahre Fahrradjubiläum etwas über Karl Dreis zu erzählen. Am Anfang stand die Idee, ein Bilderbuch auf der Basis von Hans-Erhard Lessings Buch Zwei Räder statt vier Hufe zu gestalten. Aus dieser Idee wurde nichts, aber die Zeichnungen, die zum Buch entstanden, führten mich tiefer in die Materie des Urfahrrads. Schließlich einigten wir uns auf einen Kurzfilm. Aus diesem wurde ein längerer Film, der nun eine gute Basis für einen Dreis-Spielfilm ist. Je mehr ich mich mit Karl Dreis beschäftigte, umso merkwürdiger erschien mir, dass die Geschichte vom wichtigsten Holzgestell des Fahrzeugbaus nie als Spielfilm erzählt wurde. Die historische Figur und die Technikgeschichte hat Lessing, soweit möglich, akribisch beschrieben. Doch das Werk ist geprägt von der Richtigstellung falscher Annahmen über Karl Dreis. Ohne diese akribische Arbeit wäre Dreis als Kuriosum in die Geschichte eingegangen. In diesem Sinn hat Lessing den Blick freigelegt für den erfolgreichsten technischen Visionär der Goethezeit. Ein Spielfilm wirft jedoch ganz andere Fragen und Probleme auf als die historische Perspektive. Ein Spielfilm muss fragen, was bedeutet uns Karl Dreis heute? Auf das Wesentliche reduziert, lässt sich hier sagen, Karl Dreis definierte vor 200 Jahren Mobilität völlig neu. Mit ihm beginnt das Ende der Pferdewirtschaft und die individuelle Mobilität. Das Erstaunliche an der Geschichte, das Zweirad samt Erfinder können uns heute als ein Vorbild für intelligenten Konsum dienen. Denn auch heute geht es darum, Mobilität neu zu definieren. So muss ein Dreis-Spielfilm also auch erzählen und fragen, was wir von Karl Dreis lernen können. Im Juni 1817 macht Dreis in Mannheim eine erste Probefahrt mit seiner Laufmaschine. Bald darauf reagiert Mannheim mit einem Verbot für Draisinen auf Bürgersteigen. Doch bahnbrechende Ideen lassen sich kaum regulieren und auch nicht verbieten. Denn die Dreis'sche Laufmaschine hat zwei entscheidende Vorteile. Sie ist schneller als eine Postkutsche und billiger als ein Pferd. Bis heute ist das Fahrrad das Fahrzeug mit dem höchsten Wirkungsgrad. Karl Dreis ist deshalb kein Mann für die Mottenkiste. Denn er ist ein Vorbild und Inspiration für die Fragen, die heute anstehen. Auch wenn seine Versuche, seine Laufmaschine zu vermarkten, gescheitert sind, als technischer Visionär war Dreis extrem erfolgreich. Denn seine Idee verbreitete sich nicht durch eine Serienproduktion, sondern durch Nachbauten. Einmal gesehen war die Laufmaschine für jeden Wagner den Versuch einer Raubkopie wert. Besonders bemerkenswert ist die Qualität der technischen Ausführung der Dreis'schen Laufmaschine. Die meisten Nachbauten waren gegenüber dem Prototyp Verschlimmbesserungen. Viel zu schwer, ohne Bremsen und mit anderen Mängeln behaftet. Doch die zahlreichen Nachbauten beweisen, dass Karl Dreis ein hysterisches Laufmaschinenfieber ausgelöst hatte. Nur ein halbes Jahr nach seiner Probefahrt in Mannheim wurde das Draisinenfahren auf Bürgersteigen schon wieder verboten. Karl Dreis hatte übrigens keinen Geistesblitz, der ihn über Nacht befiel. Alles an der Laufmaschine zeugt von gründlichen und systematischen Arbeiten. Seit 1812 befasste sich Dreis mit dem Problem des vierrädrigen Wagens. Der Karren,
vom Menschen oder vom Pferd gezogen, existierte ja bereits Jahrhunderte. Zwei Räder liefen durch eine Achse verbunden parallel nebeneinander. Nun machte Dreis, inspiriert durch das Schlittschuhfahren, einen radikalen Schritt und erfand das Rad im wahrsten Sinne des Wortes völlig neu. Er setzte zwei Räder hintereinander, ließ das Pferd weg und machte den Menschen selbst zum Antrieb. Was nach einem genialen Geniestreich aussieht, war in Wirklichkeit der langen, systematischen Arbeit mit der Materie geschuldet. Und gerade hier macht uns dieser Karl Dreis Hoffnung. Während man Genialität, wie etwa das Talent eines Leonardo da Vinci, nicht erlernen kann, lässt sich das systematische Arbeiten an einer Idee durchaus erlernen. Karl Dreis ist daher weniger als ein Genie und viel mehr als ein früher Entrepreneur zu betrachten. Das zeigt sich in der Tatsache, dass er das Laufrad nicht selbst baute, sondern von Fachmännern, einem Schmied und einem Wagner bauen ließ. Er sorgte dafür, dass die Qualität der Ausführung stimmte. Bereits dieses sogenannte Urfahrrad war so leicht wie ein Hollandrad heute. Also Hightech des Biedermeiers. Dreis machte seine Vision zu einem Vehikel, um in die Zukunft zu fahren. Noch haben wir zu wenig verstanden, dass eine Vision auch eine Strategie sein kann, um Veränderungen zu bewältigen. Es ist daher wenig überraschend, dass Entrepreneurship gerade in Deutschland als Instrument noch wenig etabliert ist und nur selten gelehrt wird. Dabei suchen einige Politiker nach Wegen, ein Silicon Valley in Baden-Württemberg zu schaffen. Allen voran Winfried Kretschmann, der 2011 in seiner Regierungserklärung ankündigte, Zitat, "Wir möchten Baden-Württemberg unter den Bundesländern zum Modell ökologisch orientierten Wirtschaftens machen." Zitat Ende. Auch deshalb hat die Geschichte vom wichtigsten Holzgestell des Fahrzeugbaus einen aktuellen Bezug. Denn Menschen lernen durch Geschichten. Innovationsgeschichte ist deshalb ein neues Feld, um Entrepreneurship zu lehren und zu vermitteln. In diesem Sinn können wir von Karl Dreis lernen. Nicht jede Geschichte ist so einfach zu erzählen wie die der englischen Postreform von 1840. Und kaum eine Geschichte sagt mehr über das Wesen von Innovation. Die erste Briefmarke der Welt war keine Erfindung, denn die selbstklebende Marke gab es schon. Die Briefmarke kehrt jedoch ein Prinzip um und ermöglichte, dass der Absender das Briefporto bezahlte. Vorher waren die Kosten vom Empfänger zu tragen. In diesem Fall wurde die Neuerung als Normalität wahrgenommen. Unnormal empfand man es, etwas zu bezahlen, was man in vielen Fällen nicht bestellt hatte. Diese einfach erscheinende Tatsache der Umkehrung eines Prinzips brachte das Postwesen, wie wir es heute kennen, erst hervor. Viel früher in der Zeitachse, nämlich um 1713, spielt sich die Geschichte von Hans Karl von Karlowitz ab. Zum Ende seines Lebens veröffentlichte er seine Wissenssammlung zur Forstwirtschaft. Karlowitz sammelte und bündelte das Wissen aus ganz Europa. Seine Analyse lautet zusammengefasst: Der schnelle Profit zerstört den Wohlstand. Dies war eine Antwort auf die Übernutzung der Wälder. Ein einleuchtendes Prinzip ist der Kern seiner Vision. Wer Bäume abholzt, muss neue Bäume pflanzen. Wieder etwas später in der Zeitachse. Dieses Anliegen wurde von Dreis Onkel Georg von Dreis, dem Oberforstmeister, in die Praxis umgesetzt. Das Prinzip der Baumschulen rettete im Schwarzwald ganze Höhenzüge vor der völligen Entwaldung. Der junge Karl Dreis war Augenzeuge dieser umfangreichen und erfolgreichen Wiederaufforstungsaktion.
Die Idee der Nachhaltigkeit war dem Erfinder also bestens bekannt. Denn Georg von Drais gründete die erste private Forstlehranstalt in Gernsbach. Eine Krise war auch der Auslöser für die Reform des britischen Sanitätswesens. Treibende Kraft und Vordenkerin war Florence Nightingale. Doch erst die verheerenden Zustände englischer Lazarette während des Krimkrieges veranlasste den Kriegsminister Sidney Herbert dazu, Florence Nightingale auf die Krim zu schicken und umzusetzen, was sie bereits vorher in Verbesserungsvorschlägen ausgearbeitet hatte. In einem Brief fragte Kriegsminister Sidney Herbert Florence Nightingale, Zitat: Ich kenne in ganz England nur einen einzigen Menschen, der imstande wäre, so etwas zu organisieren und zu beaufsichtigen. Und ich war daher schon nahe daran, Sie ganz unverbindlich zu fragen, ob Sie bereit wären, die Leitung zu übernehmen. Diese Situation führte dann nach der Reorganisation der Lazarette durch Nightingale zu einer ersten Krankenpflegeschule in England. Karlowitz und Nightingale zeigen, dass Innovation oft Wissensarbeit voraussetzt. Karlowitz hatte sein Wissen ebenso gesammelt und gebündelt und öffentlich dargestellt wie Florence Nightingale. Und Florence Nightingale erfand neue Methoden der Darstellung, nämlich Statistiken, um die Wirksamkeit ihrer Verbesserungen zu belegen. Ja, ja, von den Bäumen kennt man alle noch viele. Ne? Wenn Nachhaltigkeit mehr sein soll als ein Etikett, dann muss sie als eine kulturelle Herausforderung verstanden werden, die nicht nur Unternehmer und auch nicht nur eine bestimmte Branche betrifft. Hans-Karl von Karlowitz würde uns heute fragen: Was bedeutet die Nachhaltigkeit für eure Branche? Auch deshalb sagt Professor Braungart, ein Zeitgenosse aus der Gegenwart, wir müssen alles noch einmal neu erfinden. Er meint damit, dass Stoffkreisläufe in unserem industriellen System Normalität werden sollten. Mit Braungarts Vision würde Abfall in vielen Fällen von vornherein vermieden. So wie in der Natur Stoffe einen Kreislauf durchleben, müssen auch Produkte gedacht und geplant werden. Ein Spielfilm über Karl Drais muss diese Fragen mitdenken. Keine andere Erfindergeschichte eignet sich besser, um über eine Kultur im Umgang mit neuen Ideen nachzudenken. Unter dem Motto »Danke Karl Drais« wollen wir ein Drehbuchteam zusammenstellen. Hier suchen wir nicht nur passende Autoren, sondern auch bildende Künstlerinnen und Künstler. Es soll darum gehen, die Geschichte des Urfahrrads in einer zeitgemäßen Form zu erzählen. Mit dem Ziel, eine geeignete Produktionsfirma zu finden.